So sieht der Docker im Moment noch aus. Insbesondere hier die Küche mit dem Kocher. Das wird jetzt umgebaut in ein Ceranfeld mit Induktion. Genauso gut kommt vorne die Powerstation raus und dafür eine Liantron-Batterie mit 100 Amperestunden. Wechselrichter, Solarregler und allem drum und dran. Werde ich jetzt erstmal den Docker ausräumen, dass ich vernünftig überall dran komme. So sieht es im Moment da drin aus. Werde ich jetzt mal ausräumen. Und das ist ja meine Powerstation. Damit speise ich im Moment alles ein. Und die ist aber ein bisschen zu schwach und gibt langsam den Geist auf. Jetzt kann man wenigstens schon mal auf den Grund schauen. Müsste ich auch mal aussaugen, sehe ich gerade. Ja, das heißt, jetzt hier noch die Powerstation raus, dann so ein bisschen die Verkleidung ab, dass wir da dran kommen. Weil hier müssen auch Kabel durch den Schacht in die Küche. Ja, das ist die Powerstation. Die ist denn jetzt erstmal soweit übrig, aber mal schauen. Ja, die werde ich nochmal behalten, wenn ich nochmal Mobilstrom brauche. Dann ist die bestimmt noch für was zu gebrauchen. So, die Blende ist auch ab, weil da muss ich ja das Loch zumachen. Da kommt dann ein anderer Schalter rein. Und so sitzt die neue Batterie jetzt hier drin. Und den Rest muss ich dann noch irgendwie einbauen. LiFePO 4 in Arctic-Version. Ein neuer Morgen und geht's gleich wieder weiter. Völliges Chaos im Auto. Und hier ist jetzt der Fortschritt schon mal. Habe ich so zwei Verteilerdosen quasi. Ja, die roten und schwarze. Batterie ist dran. Bin ich am Verkabeln. Wie man sieht, das Chaos kennt keine Grenzen. Hier drin etwas angeschlossen. Leider musste ich den Wechselrichter ausbauen. Der hat mir die Batterie aufgehangen. Das heißt, der versucht anzuspringen und dann ist hier ein Schluss drauf. Keine Ahnung, ich werde den zurückschicken, einen anderen bestellen. Die Heizung an sich läuft jetzt schon mal über die Batterie. Und wie man hier sieht, lädt auch über Solar, eben mit 140 Watt. Und jetzt nur noch 37, weil die Sonne ist auch gerade weg, aber immerhin 36 Watt jetzt ohne Sonne. Das geht ja schon mal. Ja, soweit läuft's. Wie gesagt, jetzt muss ich nur sehen, dass ich einen anderen Wechselrichter kriege. Also werde ich erstmal abbrechen und einen anderen bestellen und den zurückschicken. So sieht's jetzt aus im Auto. Jetzt fange ich wieder an. Morgens früh. Dann mal sehen, dass ich jetzt heute die Küche zerlege und eine neue Arbeitsplatte und die Blende hier vorne neu mache. Weil ja der Wechselrichter noch nicht da ist, den kann ich jetzt noch nicht einbauen. Dann kann ich ja damit schon mal weitermachen. Batterie ist ja an sich schon mal so weit drin und läuft. Langsam sieht es etwas traurig aus. Alles zerlegt, kein Arbeitsplatte mehr, Blende hier vorne raus, aber das ist ja der Anfang fürs Neue. So sieht der Docker jetzt aus. Oben, da habe ich jetzt auch noch einen Sicherungskasten eingebaut. Da war vorher so fliegende Sicherung, das habe ich weggemacht, das gefiel mir nicht. Da ist schon das Bedienteil für den Wechselrichter. Ja, da drückt man einfach dran. Oder zwei Sekunden festhalten. So, dann schaltet er ein. Wenn es grün leuchtet, ist okay. Wenn er rot leuchtet, dann hat er einen Fehler. Ganz einfach. Weil ich wollte jetzt auch einen ganz einfachen an Fernbedienung haben. Weil was soll ich mit so einer, die alles anzeigt, das kann ich mir so alles anzeigen lassen. Muss nicht sein. Und das Loch, da kommt dann halt das Bedienteil von der Kochplatte rein. Das ist dann hier vorne als Blende. Das kommt dann, ist ja hier vorne die
die Blende, die kommt hier so hin. Und dann ist hier das Bedienteil drin. Das muss ich noch machen. Vorne, nach vorne in die Bank. Zwischen den Sitzen in der Bank sitzt jetzt der Ladebooster. Ein 30 Ampere Ladebooster ist das. Und hier sitzt der 2000 Watt Wechselrichter. So könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ja, das ist halt ein bisschen eng hier vorne, aber da kriegen sie Luft und ich habe keinen Platz in der Kiste mit Stauraum verloren. Das war so meine Idee. Ne? Also in der Kiste, wenn die hier noch vollpackst, dann kriegen die Dinger keine Luft. Der Ladebooster wird unheimlich heiß. Der Wechselrichter hatte ich nur mal kurz laufen. Da war noch im Rahmen mit der Wärme. Da ist jetzt die Elektronik. Auch ein neuer Sicherungskasten. Der hat auch gleich eine Nullklemme mit dabei. Das rote ist nur ein Verteilerblock für den Plus. Da unten das gleiche nochmal in Minus. Das ist die Liontron 100 Amperestunden. Da oben direkt auch nochmal eine Sicherung. Da unten sitzt der Solarregler. Die Solarzelle hat ja immer bei der Powerstation maximal 80 Watt gebracht. Mehr habe ich da nicht rausgeholt. Und jetzt mit dem Laderegler hier habe ich schon 140 Watt gehabt. Da habe ich noch einen FI-Schalter eingebaut. Das heißt, die Steckdosen hier im Docker, die, ne, weil hier ist ja eine Steckdose. Und da hinten sitzt eine Steckdose und die laufen dann hier über den FI-Schalter nochmal, also extra nochmal abgesichert. Geht ja nicht zu, bleibt so, gut. Das Teil hier oben, das ist ein Bluetooth-Modul für diesen Solarregler nochmal, da kann ich auch extra nochmal per Bluetooth abfragen. Und Einstellungen machen. Das ist ein Active. Und der hat nochmal einen Ausgang für die Starterbatterie. Dass wenn die Batterie voll ist, dann würde er die Starterbatterie auch mitladen. Da muss ich aber dann von dem Dauerplus her nochmal hier eine Kabel drauflegen. Und das wäre dann hier dieser Anschluss nochmal. Da könnte ich dann nochmal Strom anklemmen, dass der dann die Starterbatterie mitlädt. Mache ich vielleicht auch noch, da muss ich halt nur noch mal ein Kabel ziehen. Die Küche ist soweit wieder zusammengebaut. Noch Spülbecken rein. Morgen die Kabel ein bisschen verlegen. Ich habe jetzt das Ceranfeld mit Silikon eingeklebt und deswegen ein bisschen beschwert. Und wenn das morgen dann fest ist, dann verlege ich innen drin noch die Kabel ein bisschen. Und dann kommt die Schublade rein und das Spülbecken und der Wassertank. Ja, und dann ist der Docker soweit wieder fertig. Komischerweise lädt heute Solar gar nicht. Ob der Solarregler schon eine Macke hat, ich weiß es nicht. Muss ich nochmal gucken, was da ist. Oder ob, weil die Batterie zu voll war noch, dass der erst anfängt, wenn es einen gewissen Pegel hat. Das will ich mal noch beobachten. Weil Bluetooth kann ich gar nicht mehr zugreifen. Das funktioniert nicht mehr, warum auch immer. Ja, so nimmt das jetzt doch langsam Form an, wenn, denke ich mal. Da sieht das doch schon ganz anders aus. Und das hier vorne mit dem Bedienfeld gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen der Wechselrichter, ganz einfach gehalten. Ne? Funktioniert so perfekt. Gut, das geht jetzt auf Error, weil kein Topf drauf steht. Schalten wir wieder ab. Da läuft in dem Kochplatte ein Lüfter. Den hört man jetzt, aber wenn die Schublade zu ist, wird das ja auch leiser. Ist jetzt hier alles offen.
Und dann kann ich gleich die Wechselrichter wieder ausschalten. Ne? Hier ist eine grüne und gibt es eine rote LED. Bei der grünen ist alles okay, bei rot wäre irgendein Fehler, da muss man dann gucken. Also die Info kriegt man. Und alles andere braucht man ja nicht. Die Batterie, den Ladestatus kann ich mir über die App von der Leontron angucken. Da brauche ich ja hier nicht noch eine Anzeige, die auch noch als leuchtet. Ich wollte ihn erst da oben hinbauen, den Schalter. Deswegen hatte ich eigentlich da oben diese Verkleidung noch gebaut. Aber wenn ich jetzt von hier draußen kochen will, dann komme ich hier besser dran. Deswegen habe ich den doch hier unten reingebaut. Ja, das war dann erstmal nochmal die Info. Ja, jetzt ist der Lüfter aus. Jetzt kann ich ihn Wechselrichter ausmachen. Wundert mich zwar, dass das hier noch leuchtet, aber eine LED braucht ja manchmal nicht viel Strom. Ja, das sieht es aus. Okay, ja, und dann heißt es sauber machen und nach dem sauber machen einrollen. Jetzt fehlen noch die Polster, ansonsten ist er jetzt wieder soweit fertig. Bin schon am Einräumen hier vorne wieder. Ne, Lebensmittel und alles. Kühlschrank läuft. Ja, und so ist jetzt alles fertig. Das Blatt ist wieder drin. Tisch funktioniert auch. Alles wieder gut. Hier unten die neuen Töpfe. Die sind ja jetzt extra für Induktion geeignet. Kann die nächste Tour beginnen. Ja, wie ihr seht, Polster sind drin. Küche ist fertig. Gas ist weg und jetzt wird mit elektrisch gekocht. So sieht der Docker jetzt wieder aus. Ist er wieder einsatzbereit. Damit ist dann auch das Video beendet. Dann schneide ich das und lade es dann hoch. Dann könnt ihr das mal sehen, ob ich es bis Freitag schaffe. So sieht das jetzt aus. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.